Falkenstein drauf. Kohlebergs Ross ist etwas feurig. Und? Ah, er trifft, aber leider zu zaghaft. Auf Falkenstein, wohl getan. Habt ihr daraus gelernt? Ich weiß, ihr gehört beide zu Grafeneck. Ich weiß, in diesem Haufen gibt es keine Ordnung. Und ich weiß, ihr werdet sowieso schlecht bezahlt. Aber bitte, beleidigt mich nicht. Nun denn! Hauptmann! Weiter, der Roland! Männer, ihr habt's gehört! Volk, ich weiß nicht, ob ihr den Hauptmann auch da oben hören könnt. Willkommen! Nun denn! Die Bahn ist bereitet, wie mir scheint. Sie brennt! Meine Herren! Sie brennt! Ah! Wer beginnt? Grafeneck? Ihr? Brennt. Ich hab's gefunden. Nun denn! Seid ihr sicher, dass ihr trefft nach dem gestrigen Abend? Ja? Ja, das sind zwei. Oh, ich glaube, drei werden das nicht mehr. Das tut mir ach so leid. Nun. Das erste Ziel hattet ihr aber. Leider nicht das zweite. Nun, Sigmund, ich weiß, dass ihr das könnt. Ihr dürft. Bedenkt, es geht um eure Tochter. Au, ja? Ja? Wohlgetan! Und so macht sich bereit Philipp von Falkenstein. Die Bahn gehört euch, der Marschall ganz frei. Oh. Und das erste gefehlt, das zweite. Ja, zwei. Ja, das sind drei. Muss man anerkennen. Wohlgetan, mein Herr. Und es macht sich bereit, Heinrich von Koneberg. Die Bahn gehört euch. Ihr dürft. Ah, und ein kräftiger Stoß auf den Roland. Drei Umdrehungen. Wohlgetan. Ich habe eine Frage an euch. Wie viel zahlt er? Ja, ich habe es befürchtet. Wenn er auch keinen Anstand hat, Geld hat er. So dann, ihr dürft. Ho! Oh! Oh! McMahon, was war das? Ihr habt gedacht, ihr seid für Grafeneck. Ja, gut. Das hätte er vielleicht bedenken müssen, wenn man Iren und Schotten in einer Kumpanei aufnimmt, dass die sie nicht ganz grün sind. Ja. Marschall, was wird das? Was folgt? Wir werden ihn züchtigen! Er wird das Ziel? Ja, er wird auch. Oh, das ist schön. Habt ihr es gehört, Volk? Der Johnny Burnett störte den Anritt unseres Iren. Nun, so sei er das Ziel für die Lanze. Ja.
Rani, Börner, seid ihr euch sicher? Oder wollt ihr nicht auch lieber ins Loch? Ja. Falsche Richtung. Ihr dürft! Komm, zeigt ihm, was ihr da könnt! Ebola! Seid ihr etwas übermütig? Das ist ja. Das wird immer besser, bitte. Ja. Ah! Wer muss die Axt? Die Axt muss richten. Mal sehen, wie klein er danach ist. Ja. Unten liegt er. Hat er genug? Ja. Wir brauchen bei euch doch nicht. Das ist. Ja. Stehen werden zwei Ziele. Das sind zwei Helme. Diese stehen auf, ja, nennen wir es Hälse. Zwei kleine Klötzlein. Geschlagen werden muss der Hals unter dem Helm. Mit dem Schwert. Und die Schwierigkeit hierbei ist, der Helm darf nicht getroffen werden, nur der Hals. Auch der Ständer darf nicht getroffen werden, nur der Hals. Krafnik, dreimal für euch. Der Hals, nicht der Helm und nicht der Ständer. Der erste ist dabei noch relativ einfach. Der zweite steht hinter einem Schild. Oh, ihr wollt beginnen? Nun denn, Marschall? Marschall hat frei, Grafneck. So, zeigt mir mal, was ihr könnt. Ja, das war der Hals. Auch das war der Hals. Ja, man kann ja auch mal Glück haben. Nun, jetzt steht bereit Heinrich von Koneberg. Die Bahn ist auch wieder bereit. Der Marschall kann frei. So ist es an euch. Nein. Und? Das war der Hals. Wohlgetan, meine Herren. Wohlgetan. Und es steht bereit Philipp von Falkenstein. Wartet noch. Der Marschall ganz frei. Ihr dürft. Wenn ihr den wollt. Das war der Ständer. Herr Grafneck, eure Auswahl ist nicht besonders prickelnd. Ja. Auf das nächste Mal. Bitte vor dem Turnier, während dem Turnier und nachher noch mal fünfmal genau das. Ich hab's befürchtet. Ja, dann Latrinendienst, ist auch gut. Nun, Herr Freak O'Brien, es ist an euch. Ha, das war der Helm. Das war der Hals. Macht ihr das eigentlich mit Absicht, das einfache Ziel alle nicht zu schlagen und das schwierige zu treffen?
Habt ihr zu wenig Herausforderungen hier vorne? Nun, Siegmund von Ottenburg! Siegmund, lasst euch das Pferd von denen nicht scheu machen. Das ist zu viel für die arme Nase des Tiers. Volk, was meint ihr? Steht dem Herrn von Ottenburg noch ein anderer zu? Sie hört sich nicht sehr überzeugt an. Steht dem Herrn von Ottenburg noch ein anderer zu? Und dann, ihr habt's gehört, auf ein neues. Ach, lasst euch das Pferd vom Schotten nicht scheu machen.